Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es ist immer interessant zu verfolgen, in welchen Zeiten der heilige Josef in der Kirche Konjunktur hat. Man kann nun nicht gerade behaupten, dass unsere Zeit dazugehört. Unsere Zeit, die so voller Aktion ist, wo jeder mitreden muss, da kommt Josef nicht gut weg. Denn wie uns das Zeugnis des Neuen Testamentes sehr klar berichtet, zu sagen hat Josef nichts. Was ist es, was uns Josef gibt, was er der Kirche gibt, wenn wir ihn sogar als Patron der Kirche verehren, wenn wir ihn als solchen anrufen? Was bedeutet es, wenn wir ihn verehren als solchen, der Haus und Heim schützt? Und wenn wir ihn schließlich anrufen als Patron der Sterbenden für das letzte Geleit. So ist er heute für unsere liebe Frau Jung zum Patron geworden auf ihrer letzten Strecke beim Sterben. Alles dies, liebe Schwestern und Brüder, alle diese Punkte sind im Moment nicht gefragt. Die Kirche als Kirche nicht. Haus und Heim gelten als altmodisch und überholt. Es gibt ganz andere großartige Projekte, die zwar schon im Scheitern begriffen sind, aber die wir immer noch an die nächste Generation weitergeben, die in allen Medien propagiert werden. Und wehe, man tut das nicht, ist man nicht politisch korrekt. Und sterben, das wird schon lange aussortiert. Das ist was für Spezialisten, für ein paar Ärzte, die vielleicht Entscheidungen treffen, aber wir wollen damit möglichst nichts zu tun haben, solange es irgendwie geht. Unsere Zeit hat keinen Platz für einen Josef. Was ist es, was uns Josef gibt, trotz allem, auch gegen jeden Zeitgeist? Es ist eine Haltung zunächst. Eine Haltung, die ein Wirken hervorbringt. Wir könnten das mit den etwas kompliziert klingenden Worten des heiligen Paulus an uns heranlassen. Denn der handelt auch darüber in dem Abschnitt aus dem Römerbrief, den wir hörten, am Beispiel des Abraham. Damit die Gnade wirken kann, aus der wir ja oft jetzt gerade im Reformationsjahr oder Jubiläum, wie immer man das nennen will, ebenfalls auch ein theoretisches Konstrukt machen. Die Gnade muss auf eine Haltung treffen, damit sich Gnade ereignen kann. Gnade ist nicht irgendetwas, das wie eine Wolke daher schwebt und sich dann irgendwie ergießt und dann ist irgendwie alles gut. Gnade muss sich verbinden mit der Haltung des Glaubens. Deshalb gilt, sagt Paulus im Römerbrief, aus Glauben, damit auch gilt aus Gnade. Das Neue Testament schweigt sich darüber aus, was in Josef vorging. Viele Gebete der Ostkirche spüren dem nach. Wir haben eben in der Vesper eines gesprochen. Wenn die Jungfrau zu ihm sagt, warum siehst du so traurig aus, wenn du siehst, dass ich schwanger bin? Man kann das nachempfinden. Da hat er endlich eine junge, attraktive Frau gefunden und wir haben es im Eingangslied der Messe gesungen, aber sie wird die seine nicht. Sie gehört einem anderen. Sie gehört Gott höchstpersönlich und sie ist unantastbar, unberührbar. Das mag für einen Mann schon einiges heißen. Das mag ihm einiges abverlangen. Wir sollten darüber nicht zu schnell hinweggehen. Aber das ist die Haltung, die Josef mitbringt. Er gibt keine langen Erklärungen ab. Soweit wir wissen, unterzieht er sich auch keiner Therapie. Er hört und gehorcht, was uns heute undenkbar erscheint. Wenn man heute mit Oberen von Klöstern spricht, sagen sie unisono, das geht heute so nicht mehr. Schade. Dabei geht es ja nie darum, dass da einer sitzt, der sich den ganzen Tag etwas ausdenkt und die anderen müssen springen, wie er will oder wie sie will. Sondern es geht darum, auf Gottes Wort zu hören.
Das ist die Haltung der Kirche, die sie braucht. Das ist die Haltung, die wir, egal wo und wie wir leben, zu Hause brauchen. Das ist die Haltung, die wir benötigen, um gut sterben zu können. Seinem Wort zu entsprechen, auf ihn zu hören und dem Gehorsam im Glauben zu antworten. Dann ereignet sich die Begegnung von Glaube und Gnade. Denn das ist das Wirken der Gnade, dass sie dem Glauben eigentlich schon zuvor kommt und ihn dann erst richtig zur Vollendung bringt. Wenn Sie dieses saloppe Beispiel erlauben, jetzt wo wir die östlichen Fastenregeln beachten, merkt man das natürlich noch mehr. Der Salat setzt die Vitamine nicht frei ohne Öl. So ist das mit Glaube und Gnade. Beides für sich etwas Wunderbares. Aber wenn es zusammenkommt, dann entfaltet es sozusagen das ganze Potenzial. Wir sehen das an Josef. Und wir sehen in ihm für unsere Zeit ein wichtiges Korrektiv. In dieser gerade innerhalb der Kirche so geschwätzigen, lamentierenden Zeit, wo man sich einfach nur noch selber gefällt und nur noch dann zufrieden ist, wenn man sich selber hört und sich selber zuhört und wenn man auch richtig vorkommt und wenn wir auch die neuesten Ideen einbringen. Mögen sie noch so bescheuert sein, aber es müssen die neuesten sein. Und vor dem Ende verstecken wir uns möglichst lange, weil am Schluss, so sagen wir, das ist inzwischen ein Hauptsatz der Verkündigung, wird eh alles gut, also was soll's? Das ist nicht der Weg des Josef. Das ist nicht der Weg des Gerechten, von dem das Alte und das Neue Testament sprechen. Das ist nicht der Weg dessen, den die Kirche heute feiert. Wenn wir ihn wirklich entdecken, indem wir ihn feiern, beschenkt er uns in so reichem Maße, dass wir das andere, was wir jetzt ein bisschen negativ betrachtet haben, weit hinter uns lassen können. Denn das, was wir in ihm finden, an Vorbild, an Weisung, an Orientierung, an Richtung, ist weitaus mehr. Es zeigt uns, was es bedeutet, Christus zu beherbergen, Christus aufzunehmen in sein Leben, in den eigenen Lebensweg, in das eigene Heim, da, wo wir Kirche sind, nichts anderes zu kennen als Christus, auf ihn zu schauen, uns um ihn zu sorgen, dass er groß wird, dass er heranreift, wie Paulus sagen wird, zum Vollalter Christi, wir mit ihm. Und dass wir genau so eines Tages Gott gegenübertreten können.